Hallo, guten Abend, willkommen zurück. Wir sind hier unterwegs in Medieval Dynasty. Und falls du dich gefragt hast, warum du hier draufgeklickt hast, weil es Spaß. Ja, und unsere Reden hier übrigens vom letzten Mal. Die Bank hier ist bei mir weg. Schade eigentlich. Da gibt's auch keine Bank mehr. Ja, bei mir war ja eine Bank da, ne? Von dem her alles guten easy. Tag. Und ich bin Tag. Der Typ, der gerade sowas von hart stinkt. Aber ich habe einen anderen Bug gerade aktuell. Schauen Sie sich das nur an. Der kann schweben. Der, schwebt die rechte Person hier auf der Bank bei dir? Nein, da ist. Der sitzt da auf der Bank. Sind zwei oder eine Person auf dieser schönen Bank hier? Zwei. Okay, bei mir sitzt nämlich der Rechte in Blau, komplett in der Luft. Okay. Geil, ne? Komplett in der Luft sitzen, das wollte ich schon immer machen. Ja, Leute, kurz vor meinem Urlaub muss natürlich alles schief gehen, was schief gehen kann. Ich habe jetzt eine Stunde rumprobiert, bis mein Laptop wieder so funktioniert, wie er funktionieren soll, weil Windows hat mal wieder ein Update rausgebracht und das hat dann dazu geführt, dass mein Laptop relativ am Anschlag war. Und eigentlich dachte ich, ja komm, mit einem Hard Reset, dann läuft der Hase wieder, aber da habe ich mich geirrt, weil das war dann erst der Anfang vom Übel. Tja. So kann es leider gehen. Ja, es ist einfach mühsam, weißt du, solche Probleme hat man in den 90er Jahren gehabt mit Floppy Disks und Co. Und nicht im Jahre 2024. Würde ich jetzt nicht behaupten. Verwenden. Ich mach mal 17 Eimer mit Wasser voll. Okay, und was hab ich? Oh je, nein, mach ich nicht, weil ich hab dann zu viel Gewicht. Nicht? Ich muss mal kurz gucken. Bezüglich Stream, ob Rauschen, ob man das hört oder nicht, wenn ich quatsche, weil, ja, wäre halt schon ein bisschen doof, aber hey, passt schon irgendwie, ne? Gucken mal, ob das funktioniert hier. Ja, ich denke schon. So, Till, heute haben wir wieder vieles vor, vom Urlaub. Boah, sorry, aber ich habe jetzt gerade Stimme gehört, ne, und so. Und es ist wirklich lustig. Das Drucken hört man nicht nebenan. Es ist genau 1 Meter, ja, sagen wir so 2 Meter entfernt, nicht mal. Und man hört einfach nichts. Warum? Das ist doch super. Ich frage mich nur, ich habe den einzigen Filter, den ich drauf gemacht habe in OBS, ist nur Rauschunterdrückung. Ich habe das Rauschunterdrücken von Nvidia genommen und das ist richtig nice geworden. Bei mir ist das Rauschunterdrücken von Nvidia schlechter als das von OBS. Warum auch immer. Okay, ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Ja, eben, sage ich, Software ist nicht gleich Software. Man kann. Egal. Warte mal kurz, ich bin überladen. Von was bin ich überladen? Das ist noch die Frage hier. Nee, von Fleisch. 160 Fleisch. Stimmt, Fleischbraten, das könnte man noch unternehmen. Ja, ne? Du warst ja dran am Fleischbraten, genau. Um skillen, also was wollte ich eigentlich skillen, besser gesagt. Die ich Produktion, wollt, dass ja... wir da weiter vorwärts kommen, dachte ich. Ich glaube, das hatte ich so im Kopf. Ja. Eigentlich grundsätzlich zuerst einfach schneller kochen. Dass man die. Oh, ich hab Maultiers geskillt, jetzt kann ich mehr tragen. Ich glaube, es wäre schon sinnvoll, ne? Schnelleres Herstellen halt auch mal zu machen, oder bin ich da komplett falsch? Also, wir sind ja noch im Sommer und vier Leute haben keinen Beruf. Okay. Stimmt. Warum? Weil wir brauchen mehr Platz. Also zum Beispiel kann ich jemanden
Jagdhütte ist alles besetzt, Holzschuppen ist alles besetzt, Hühnerstall ist voll, Schweinestall haben wir noch nichts, Werkstatt 2 brauchen wir nicht. Oh, nee. Hier bei der Landwirtschaft. Ich bin ja mal wieder doof. Eine Scheune. Ah, ups. Ich muss Landwirtschaft, muss ich jemanden einstellen. Okay. Weil eine Person wird das nicht schaffen. Dann machen wir 3 Personen da rein. Ich bin auch wieder mal schmutzig, ne? Also, ich könnte mich auch mal wieder waschen. Das ist halt so, Schmutz kommt und geht. Ne? Ah ja, ich war hier hinten ja am Eselstall bauen und dann das neue Dorfzentrum. Genau, das war noch. Okay, ja, Schmutz geht und kommt. Ne? Also man sieht es hier, die Dame hier ist schmutzig. Und ein neues Lebensmittellager haben wir ja hier hingebaut. Richtig, ja gut. Nach dem Urlaub habe ich wieder alles vergessen, Tim. Ne? Du hast wenigstens eine Ausrede. Ich habe immer vergessen. Generell. Ah nee, ich brauche dringend Urlaub. Ich merke es einfach von Tag zu Tag mehr. Ich bin durch. Es braucht viel, bis ich durch bin, aber es ist der Zeitpunkt, ist erreicht. Du bist durch. Oh, Nahrungsmittellager 1 ist abgeschlossen. Wo hast du das her? Also, wo hast du das gemacht? Warst du arbeiten? Da beim Stall habe ich es gemacht. Bist du jetzt echt arbeiten gegangen und nicht beim Arbeitsamt irgendwo rumgelogert? Bist du jetzt, haben wir überhaupt ein Arbeitsamt in unserem Viertel hier? Das ist eine gute Frage. Nein, das wird jetzt das Dorfzentrum. Das muss sein, ein Arbeitslosenlager hier. Komm schon. Bom, 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 bom. Ja, passiert echt nichts, ne? Also hier immer rumzulungern, ich weiß nicht, ob das hier auch was bringt. So, schwupps, schwupps, schwupps. Hier mal kurz. Also, ich möchte als nächstes, Kommt das? Jo, es kommt. Perfekt. Beleuchtung freischalten. Ist doch angenehm. Einen Garn. Kann man hier? Also warte mal, wie viel brauche ich? Ich brauche Bretter und Stroh. Stroh und Bretter. Wieso? Das ist ja mal strange. Wollen wir kurz pennen? Ich bin am Arbeiten. Macht er Überstunden? Immer. Oder? Der Kollege macht Überstunden. Das ist doch generell so. Überstunden machen ist normal in unseren Berufen, oder? Also würde ich mal behaupten, dass das normal ist, dass man Überstunden machen muss. Oder besser gesagt, wo ist der Hammer her? Hä? Ich habe einen Hammer auf dem Kopf. Ach so, du bist's. Oh mein Gott, das sieht man wahrscheinlich gar nicht, ne? Nein, aber das... Warte mal, warte. Kackst du auf mich? Warte mal. Ich muss das mit dem richtigen Ambiente machen. Kann man hier irgendwie noch Licht erzeugen? Es ist echt dunkel geworden, also. Ja, das kann man, das will ich ja freischalten, aber dafür haben wir zu wenig Ressourcen. Für eine Fackel haben wir zu wenig Ressourcen, weißt du? In Enshrouded und Co. kannst du das kurz hinschmeißen, dann hast du das Ding, aber hier. Ich rede von wirklich richtiger Beleuchtung, Tim. Richtige Beleuchtung? Ja, so Laternen und so. Kacken Sie nicht ins Gesicht, mein Freund. Ins Gesicht kacken geht auch immer gut, ne? Du, da kann ich gleich noch die Krümel rausholen. Oh. Ne, das muss jetzt nicht sein, oder? Die Hälfte ist schon durch. Oh, wir haben einen Quatsch. Hast du irgendwelche Probleme, die du bewältigen musst in deinem Alltag? Ich glaube, wir haben hier irgendwie einen übermenschlichen Läufer. Wackelst du gerade? Du bist einfach eine Statuette, ne? Eine Statue, die aber nichts tut. Außer mir... Warum nehme ich mit dir auf? Warum haben wir uns kennengelernt? Das ist doch einfach nicht normal. Na,
Auch schon hier. Siehst du, es geht doch. I could really do with a drink. Oh Mann. Du, wir sind alle nicht normal. Ich chille in der Ecke und du so. Oh mein Gott, der Kollege chillt da wirklich in der Ecke. Warum? Warum hält er die Fackel so? Warum? Oh, ich bin glaube ich zu laut für hier. Ja, ein Penis als oder eine Fackel als Penis, das muss man auch mal gemacht haben, ne? Huh. You look lovely. Ja, funktioniert übrigens die Webcam jetzt mit der Einstellung. Also hängt die nicht mehr? Okay. Nein. Follow me. Ich kann nicht, ich bin hier noch am Fleischbraten, ich kann dir nicht folgen. Entschuldigung, wir haben hier gewisse Dienste, die wir vollführen müssen. Ich möchte endlich mal das nächste Upgrade haben, aber das geht nicht so. I love you. Ja, nur noch 20 Minuten, dann ist das das erste Ding durch. So. I'm thirsty. Übrigens, I need some food. Du brauchst Essen und ich brauch Saufen. Sauf. Hast du noch Alkohol dabei? Jetzt? Wie? Wie ist nochmal? Ist mit welcher Taste hier? Ich hab keine Ahnung. Will you marry me? Hey, warum hat man diese Emotes eingebaut? Um RPs zu ermöglichen. Warte mal. So, das haut nicht aus den Socken, Phil. Warum nur? Haben wir überhaupt was zu tun, oder wie? Warum liegt das? Ich hab jetzt einen brennenden Kopf, Till. Nicht ganz, nö. I need to drink something. Hallo, lieber Mann. Jetzt hast du wirklich brennen dir. Es würde mich brennend interessieren, was du hier machst. Wow, jetzt stehst du in mir. Übrigens, da liegt noch ein Pfeil auf dem Boden. Ja, den hab ich gekackt. Hat's wehgetan? Ja, ziemlich. Warte mal, so. Ups. Ich hab einen Purzelbaum hingekriegt, Till. Das Guck. Ist eine Engine. Die passt, ne? Oh mein Gott. Warum mache ich so einen Quatsch? Ey, es ist fast Tag wieder. Geil. Ja, würde ich auch sagen, dass es geil ist, dass du Tag hast. Wir haben noch Brennholz, wir haben keine Bretter mehr, ich brauche ein paar Holzstämme. Wir haben aber gar nichts, wir haben... Oh, cool, vorbei, endlich. Warum regnet es hier? Ich hatte noch in Medieval Dynasty noch nie Regen, gefühlt. Oh, ich schon so oft. Was soll ich jetzt mit dem Fleisch machen hier? Soll ich das einfach nur puddern? Lebensmittel. Wie viel Fleisch kann Mensch essen? Ja. Kann ein Mensch 167 Stück Fleisch essen? Ja! Die Antwort heißt einfach immer ja, Till. Ja, wäre perfekt, ne? Wenn das so wäre. Ich trinke jetzt gut. So. Und jetzt noch kurz futtern. Oh. Die Frage aller Fragen bezüglich Fertigkeiten. Wie weit bin ich das gekommen? Noch 865 von 1250. Okay. So, ich bin Eselstahl am Bauen. Ich dachte schon, du bist ein Eselstahl, aber ja, okay. Oh, Stroh. Es ist so verwirrend, wenn man mehrere Spiele spielt, die circa gleich gut oder gleich schlecht funktionieren sollen. Und dann ist es einfach so ein Durcheinander mit den ganzen Tastenkombinationen. Das ist ernsthaft irgendwie langsam ein Problem geworden. Ja, aber ein Luxusproblem für dir. Können wir pennen schnell? Ich finde den Ausweg nicht. Es ist ein bisschen problematisch hier. Ich bin schon im Bett. Ich habe jetzt echt ein Problem. Ich kann keine Fackel machen.
Oh, warte mal kurz. Oh, gut. Im Menü sieht man ein bisschen mehr.